In meinen letzten Videos hatte ich das Thema Usenet und wie man Dateien aus dem Usenet herunterladen kann. In diesem Video schauen wir uns das Gegenteil an. Wir laden Dateien in das Usenet hoch. Dazu benutzen wir die Software ngpost. Die findet man auf GitHub, Link natürlich in der Videobeschreibung. Warum brauche ich dann eine Spezialsoftware dazu? Naja, da werden ja verschiedene Sachen gemacht, bevor ich eine Datei ins Usenet hochlade. Zum Beispiel muss ich die in ein RAR-Archiv packen. Ich muss dafür sorgen, dass die Binärdateien zu Textdaten werden, die danach wieder umgewandelt werden können. Zudem wäre es natürlich gut, wenn ich eine Paritätsinformation mitgebe, dass ich die Dateien auch wiederherstellen kann, falls ein paar Informationen auf dem Weg ins Usenet oder vom Usenet irgendwie verloren gegangen sind. Dazu habe ich Part 2. Klingt jetzt kompliziert, das Schöne ist aber, dieses Programm ngpost nimmt uns diese ganze Arbeit ab. Viel wissen muss ich gar nicht, was da außenrum passiert, und ich würde jetzt nach dem Intro mal die Benutzung des Programms zeigen und auch entsprechend erklären. So, wie komme ich an dieses Programm? Habe ich ja schon gesagt, dafür gibt es eine GitHub-Seite. Ich mache es mal groß, irgendwo gibt es hier bestimmt auch Releases oder Downloads. Na, hier zum Beispiel Windows Installer gibt es einen, kann man herunterladen und einfach installieren. Wenn man es dann entpackt und installiert hat, hat man diese Oberfläche vor sich. Die würde ich jetzt mal mit euch durchgehen und ein paar Sachen besprechen, die wichtig sind und teilweise echt verwirrend sind. So, ich würde doch mal hier oben bei Servers anfangen. Wenig überraschend muss hier natürlich der NNTP-Server stehen. In meinem Fall ist das News Hosting. Hier kann man jetzt den Port eingeben und die Connections und natürlich Benutzernamen und Passwort. Ohne ein Konto bei so einem Usenet-Anbieter funktioniert das Ganze natürlich nicht. Das Schöne ist aber, beim Usenet zahlt man jetzt nicht wie bei Google Drive zum Beispiel für den verbrauchten Speicherplatz, sondern nur für den Zugang generell. Für Uploader wird auch immer empfohlen, zum Beispiel einen Blog-Account zu benutzen, der nicht abläuft und der den Traffic für den Upload auch gar nicht mitzählt. So kann man ja quasi fast kostenlos ins Usenet hochladen und hat seine Dateien dann auch schnell wieder im Zugriff. Für was wird sich sowas eignen zum Beispiel? Was mir jetzt einfällt, wäre, wenn man zum Beispiel ein großes Backup hat, will das ins Usenet schießen, kann man das machen. Ich kann das Ganze ja verschlüsseln und kann dann auch relativ schnell mein Backup wieder herunterladen. Das würde halt nichts kosten, der verwendete Speicherplatz dort. Was man jetzt aber auch noch beachten muss, ist, dass man bei seinem Provider, der einem den Zugang zum Usenet bereitstellt, also in meinem Fall News Hosting, braucht man das Recht zum Posten. Da kann ich mal hier in meinen Benutzer-Account sehen und hier unten sehe ich dann Posting Active. Also ich habe jetzt die Berechtigungen auch zu posten, also reinzuschreiben ins Usenet. Das kann man einfach mit einem Ticket beantragen. Ist keine Hexerei, bekommt man relativ schnell den Zugang. So, zurück in ngpost. Server ist gesetzt, der Server hat auch die Berechtigung zum Posten. Dann schauen wir uns doch mal diese Parameter an. Ich kann mich hier mit dieser E-Mail identifizieren oder kann bei meinem Post diese E-Mail dazugeben, dass man halt sieht, dass zum Beispiel ich das war. Ich kann aber auch sagen, jedes Mal, wenn ich was poste, generiere irgendeine zufällige E-Mail, die wird ohnehin nicht verifiziert. Und wenn ich dafür sorgen will, dass man mich nicht zurückverfolgen kann, wenn man ein bisschen auf Datenschutz Wert legt, kann man diesen Haken hier setzen. Ich würde generell empfehlen, den zu setzen, außer man hat jetzt eine spezielle Anforderung, dann nicht. Aber wenn man jetzt keine spezielle Anforderung hat, dann immer eine random E-Mail generieren, das ist völlig in Ordnung. Hier oben gibt man das Archivpasswort an. Das ist das Archivpasswort der RAR-Dateien. Wenn also derjenige, der es herunterladen will, auch wirklich an die Dateien rankommen will, dann braucht er dieses Passwort. Wenn man jetzt also meine Idee wieder aufgreift, dass man seine Urlaubsbilder da irgendwie sichern möchte im Usenet, dann möchte man ja nur selbst da rankommen. Deshalb ist es hier schon sinnvoll, ein sicheres Passwort zu wählen. Hier kann man einfach 30 Zeichen einstellen. Hier hinten ist so ein Generieren-Button. Dann bekomme ich hier immer wieder ein anderes Passwort generiert. Es kann aber auch sinnvoll sein, für jede Datei, die man hochlädt, ein separates Passwort zu erstellen. Dafür ist dieser Haken nicht gedacht. Wenn ich diesen Haken setze und dort ein Passwort eintrage, wird immer dieses Passwort für alle Sachen, die ich hochlade, verwendet. Das kann man aber nachher noch ändern, kommen wir aber später dazu, ich will es nicht zu verwirrend machen. Kommen wir dann zu den Newsgroups. Was hat es damit auf sich? Wenn man jetzt erstmal nur rumspielen will, dann lässt man genau die zwei hier drin stehen, die da auch schon stehen, nämlich Old Binaries Test und Old Binaries Misc. Wenn man jetzt was Spezielleres postet, was also wirklich irgendwo reinpasst,
dann kann man das auch nehmen. Es gibt, glaube ich, Old Binary Software, also es gibt da verschiedene Unterkategorien, in die man posten kann. Hier habe ich mal den Newsreader von News Hosting offen und da kann ich zum Beispiel sehen, dass es halt verschiedene Newsgroups gibt. Also da habe ich eine ganze Liste und rechts sehe ich, wie viele da Artikel dort gepostet wurden. Ja, und quasi wenn ich irgendwas habe, was ich da einsortieren kann, dann würde ich dann logischerweise eine nehmen, die zu mir passt. Hier gibt es zum Beispiel Old Binary Movies, das ist wahrscheinlich für Urlaubsfilme gedacht. Nehme ich mal an. Je nachdem, ob man halt will, dass andere die sehen oder halt nicht, sollte man ein sicheres Passwort fürs RAR-Archiv setzen. Bedenkt aber bitte, was ihr einmal ins Usenet hochgeladen habt, das kriegt ihr da nie wieder raus. Also geht damit bitte vorsichtig um. So, der nächste Punkt ist die Artikelgröße und der Retry-Count. Ich würde beides einfach so lassen, wie es da steht. Die Artikelgröße wird schon ihre Berechtigung haben, das ist quasi pro gepostetem Artikel, wie groß der sein darf, wie viel Text da drin steht. Ist wahrscheinlich für YENC so ein Parameter, also für YENCoding. Muss man nicht genau wissen, was das bedeutet. Einfach so lassen, wie es ist. Auch die Retries sind erstmal so okay. Die Threads, die hier angegeben werden, sind automatisch berechnet, abhängig von den CPU-Kernen, die man hat. Macht also auch Sinn, das Ganze hier so zu lassen. So, jetzt kommt ein bisschen was Spannenderes. Die Article Obfuscation. Ich muss mal gucken, wie er das auf Deutsch genannt hat. Die Artikelverschleierung, ja genau. Das ist halt jetzt was, ist das was ganz Besonderes. Wenn man das nutzt, dann können die Sachen, die man hochgeladen hat, von einem Indexer nicht mehr gefunden werden. Für das angesprochene Backup wäre das ja durchaus sinnvoll. Das soll ja auch sonst niemand finden. Allerdings braucht man dann zwingend die NZB-Datei, die jetzt beim Upload generiert wird, um das Ganze auch wieder runterladen zu können. Die Dateinamenverschleierung ist eine ganz hässliche Option, die wird dann nämlich in dem RAR-Archiv die Datei einfach generisch umbenennen. Den Haken würde ich irgendwie nicht setzen, ich weiß nicht so richtig, für was der gedacht ist, weil beim Verschlüsseln auch schon die Dateinamen verschlüsselt werden. Wenn man also eh die Verschlüsselung an hat, hat man eigentlich dadurch keinen Vorteil mehr. Ich würde mal wieder auf Englisch gehen, weil, naja, klingt manchmal komisch, die Übersetzung. Was haben wir hier mit dem NZB Destination Path? Ja, das gibt an, wo die NZB-Datei reingelegt wird, die halt entsprechend dann generiert wird für jeden Upload, den ich hier mache. Shutdown Computer ist natürlich, wenn ich fertig bin, dann wird das Ganze heruntergefahren. Hier unten gibt es jetzt Quick Post, den Kompressionspfad gibt jetzt hier noch an, wo die RAR-Dateien am Ende liegen. Ich habe jetzt mal hier unten Keep Archives angehakt, das heißt, die werden dann nicht nach dem Upload gelöscht. Was haben wir noch? Genau, hier haben wir den RAR-Pfad, ganz wichtig. WinRAR muss auf dem Computer installiert sein und hier muss der Pfad zu RAR-Exe sein. Ich habe es auch schon mal mit 7-Zip probiert, das funktioniert prinzipiell auch, dann hat man halt 7-Zip-Dateien. Allerdings kann dann der Newsreader, der das Ganze runterlädt, damit nichts mehr anfangen. Also im Usenet ist RAR einfach der Standard, kann man nichts dran tun. Nächster Punkt, die Volume Size. Ja, und das ist der Splitting-Parameter. Das heißt, wenn ich jetzt was Größeres hochlade, ist halt die Frage, will ich zum Beispiel alle 100 Megabyte einen Split haben? Ich weiß, dass das früher irgendwie mal kam, als irgendwie Disketten 1,5 Megabyte hatten oder 1,44 und dann kam auch noch CD natürlich mit 700 Megabyte ins Spiel, dass das immer so die Datenträgergrößen waren. Heute wüsste ich nicht mehr, für was man splitten sollte. Ich sehe da den Vorteil nicht. Es gibt sogar jetzt viele Kommentare im Usenet, die sagen, RAR soll man völlig weglassen, aber dann kann man nicht mehr verschlüsseln, also dann wenigstens das Splitting einfach weglassen. Da steht jetzt einfach hier, wenn ich 0 eintrage, dann wird gar nicht mehr gesplittet. So, hier haben wir noch die Paritätsinformationen, also Part 2, Redundancy. Empfehlung, die ich gelesen habe, war, das auf 10% ungefähr zu lassen. Das hilft dabei, wenn einige Artikel im Usenet verloren gegangen sind, warum auch immer, dass man die ganzen Dateien doch wiederherstellen kann. So, hier unten haben wir eine NZB-File und ein NZB-Password. Die NZB-File ist natürlich die Datei, die ja erstellt wird als NZB-Datei für die Sachen, die ich jetzt hochlade. Gleichzeitig habe ich ja hier schon diesen Pfad gesetzt. In der Regel wird er es einfach da reinlegen. Man muss, glaube ich, hier gar nichts setzen. Man bekommt immer eine NZB-Datei. Ganz wichtig zu wissen ist auch, diese NZB-Datei braucht man eigentlich nicht, außer man hat diese Articles Obfuscation da oben gesetzt und wir werden nachher auch sehen, warum man die nicht braucht. So, NZB-Passwort kann man setzen, das ist eine sehr unglückliche Benennung, denn das ist nicht das NZB-Passwort, sondern das ist das RAR-Passwort. Das habe ich doch schon hier oben gehabt. Ja, ist richtig, aber wenn ich es halt hier unten setze, dann generiert er bei jedem neuen Upload auch ein neues Passwort. Und das ist absolut empfehlenswert, kann man definitiv hier so lassen. Macht das Ganze ein bisschen sicherer,
kann man hier dann zum Beispiel auch auf 30 Zeichen einstellen. Man möchte ja seine Backups im Internet gut verschlüsselt haben. Hier unten haben wir nochmal die Kompressionseinstellungen. Ich finde das echt verwirrend, deshalb finde ich es auch wichtig, dieses Video hier zu machen, um das Ganze mal zu erklären. Das ist dann der Dateiname der hochgeladenen Dateien. Ich glaube, das nennt man dann auch Header, wenn man es wieder auffinden will. Der spielt nachher auch nochmal eine wichtige Rolle. So, Part 2 haben wir ja hier auch angegeben, Keep Archives, ja, er löscht die Archive nicht weg nach dem Upload. Genug geredet, laden wir doch mal was hoch, würde ich sagen. Es gibt hier zwei Optionen, ich kann Dateien auswählen oder Ordner auswählen. Ich mache mal Select Folder und zum Beispiel habe ich hier in den Downloads Syncfing. Habe ich einfach mal runtergeladen und möchte jetzt hier diesen Syncfing-Ordner ins Usenet schieben. Das ist eine Freeware, die ist Open Source, da habe ich also jedes Recht, die auch im Usenet zu veröffentlichen. Ich klicke einmal drauf, Ordner auswählen und jetzt muss ich eigentlich nur noch machen Post Files. Genau, dann passiert nämlich was, ja, das habe ich schon mal beobachtet. Der erstellt jetzt ganz viele Parts, obwohl ich ja angegeben habe, dass ich gar keine Parts haben möchte. Da muss ich wohl mal einen Bug melden, würde ich sagen. Aber das soll uns jetzt nicht stören, der ist glaube ich sogar schon fertig. Wir gehen jetzt einfach nochmal in dieses Feld rein und stellen das auf ganz groß und dann habe ich im Grunde den gleichen Effekt. So, nochmal hier, da wollte ich nicht drauf, nochmal Downloads. Moment, nee, halt, halt, halt. Erstmal hier Remove All, nochmal der Syncfing-Krempel hier auswählen. Den Ordner wollte ich ja haben, ne? Und jetzt habe ich Datei ausgewählt, genau das nicht, sondern wieder Select Folder und Downloads und Syncfing und auswählen. So, und nochmal Post Files. Ja, überschreiben. Und jetzt sieht man, dass er hier nur noch eine RAR-Datei hat und das andere sind halt die Paritätsinformationen. Jetzt haben wir das Ganze hochgeladen. Jetzt ist aber die große Frage, wie finde ich das denn wieder? Also, sagen wir mal, meine Festplatte wäre abgeraucht und ich muss mein Backup wieder einspielen. Da muss ich ja irgendwie an die Dateien kommen. Deshalb ist es wichtig, einfach mal in den Temp-Ordner zu gehen. Ne, in den Temp-Ordner müssen wir eigentlich nicht gehen, sondern in den NG-Post-Ordner, wo ich das Ganze entpackt habe. Na, sieht man hier. Hier legt er eine CSV-Datei an. Und in dieser CSV-Datei sind meine ganzen Uploads zu finden. Das sind jetzt hier zum Beispiel meine ganzen Tests, die ich gemacht habe. Sieht man zum Beispiel, hier habe ich mal Linux Mint hochgeladen. Hier habe ich Syncfing mehrfach hochgeladen. Und jetzt stehen hier ein paar kryptische Zeichen. So kryptisch sind die aber gar nicht. Wenn ich das mal hier aufmache, sehe ich nämlich, für was die tatsächlich stehen. Das, was hier mit P8F anfängt, ist der Name. Also wenn ich die wiederfinden will, brauche ich diesen Namen. Hier hinten ist das Passwort zum Entschlüsseln. Das ist das, was wir, einmal zurück, das, was wir hier unten, glaube ich, gesetzt hatten. Ne, NZB Passwort, Kompress. Ne, das ist der Name, genau. Und Passwort ist das, was da unten gesetzt wurde. Ne? Sieht man hier. Man sieht jetzt auch bei meinen zwei Versuchen, dass sowohl das Passwort automatisch geändert wurde, als auch natürlich der Name. Also die sind unter verschiedenen Namen zu finden und mit verschiedenen Passwörtern. Das heißt, wenn ihr euer Backup wiederherstellen wollt, dann ist ganz wichtig diese Datei hier. Da sind die Passwörter zum Entschlüsseln drin, kann man sich auch in Passwortmanager zum Beispiel speichern und der Dateiname im Grunde. So finde ich das wieder. Wie finde ich das wieder? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, ich kopiere das einfach mal. Dann gehe ich mal in den News Hosting Newsreader. Dort gehe ich in die Optionen auf Einstellungen. So, und hier muss ich mal bei der Suche gucken. Nee, Suche, also ein bisschen komisch gewesen. Hier, bei Usenet Index gibt es den Haken, passwortgeschützte Dateigruppen nicht anzeigen. Den Haken müssen wir auf jeden Fall rausnehmen, weil ich habe ja meins jetzt passwortgeschützt. Jetzt gehe ich mal hier oben auf News Group Liste durchsuchen. Nee, die Liste will ich nicht durchsuchen. Ich gehe mal hier links auf Suche. Und suche jetzt nach meinem Syncfing, das ich gerade hochgeladen habe. Noch findet er nichts, das kann jetzt tatsächlich ein bisschen dauern, bis er das findet. So, jetzt habe ich einfach mal ein paar Minuten gewartet, denn bis man das dann hier findet, dauert es immer einen Moment und man muss vielleicht den Newsreader auch einfach nochmal durchstarten. So, hier nochmal den Namen eingeben, mit Enter bestätigen und jetzt kann ich das Ganze hier finden. Wird hier mit 28,7 MB angezeigt. Ich gehe nochmal drauf, Details anzeigen. Hier steht mein Posting-Name. Gepostet hat er es in Alt Binaries MISC, komischerweise nicht in Test. Bin ich jetzt aber auch ein bisschen ratlos, warum, aber nehmen wir mal so hin. Vielleicht kannst du es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn du weißt, warum das jetzt hier nur in einer Newsgroup gelandet ist, anstatt in beiden.
Hier sieht man jetzt aus, was die Dateien bestehen und viel ist halt hier einfach diese Paritätsinformation und die größte Datei ist hier mit 24,8 MB unser Archiv, das wir jetzt hier runterladen wollen. Diese Paritätsinformation braucht man übrigens nur, wenn es ein Problem beim Download gibt. Wenn alles glatt läuft, braucht man die nicht. Ich gehe jetzt mal hier auf Downloaden und jetzt sagt er hier, mindestens eine Datei ist passwortgeschützt, völlig richtig. Und ich sage trotzdem Downloaden. Und dann fragt er mich direkt nach dem Passwort. Schade ist, dass ich es irgendwie vorher nicht mitgeben kann. Passwort haben wir ja hier in unserer Datei drin. Und dann kann ich das Ganze hier einfach mal eingeben, würde ich sagen. Und gehe mal hier auf Downloads öffnen. Hat er mir runtergeladen. Wunderbar. Alles wieder da. Sehe ich hier übrigens auch hier vorne an diesem Logo, dass das wohl passwortgeschützt ist. Ja, irgendwie schade, dass man das Passwort hier nicht mitgeben kann. Gut, soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Wir haben jetzt einmal alles durchgespielt, bis auf eine Kleinigkeit noch. Und zwar habe ich ja gesagt, man muss sich jetzt nicht so viel Mühe geben, da eine NZB zu erzeugen. Die dürfte wahrscheinlich sogar erzeugt worden sein. Hat er einfach jetzt in den Installationsordner mit reingelegt, weil ich nichts anderes angegeben habe. Es gibt hier also eine NZB-Datei. Die kann ich mal editieren und hier hat er das Passwort reingeschrieben. Wenn ich das mir jetzt aber angucke, ist das gar nicht die aktuelle NZB-Datei. Die könnte im Temp liegen, die ist hier, genau. Also, kleine Verwirrung wieder, weil hier ist der Pfad zur NZB und der zeigt halt auf Temp. Jetzt hat er hier das Passwort direkt mitgespeichert. Das heißt, wer diese NZB-Datei hat, kann das runterladen und gleichzeitig entschlüsseln. Also Vorsicht, wenn ihr diese NZB-Datei weitergebt. Braucht man aber gar nicht weitergeben, die NZB-Datei. Man kann jetzt einfach zum Beispiel auf einen NZB-Indexer gehen und nochmal nach dem Dateinamen suchen. Ich mache das nochmal zu hier alles. Unser Dateiname war dieses P8F-Teil hier. Und kann man hier suchen. Und dann findet er tatsächlich was. Steht auch da, vor 2 Stunden ungefähr hochgeladen. Kann mal hier sagen View Collection. Dann sehe ich im Grunde das gleiche, was ich vorhin bei News Hosting gesehen habe. Diese eine RAR-Datei, die uns interessiert. Und jetzt kann ich das Ganze als NZB herunterladen. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Und hier gibt es einen Download-Button. Zack. Und hier lädt er mir dann eben die NZB herunter. Und ich könnte das Ganze jetzt auch mit SubNZBD öffnen. Ja, damit würde ich doch sagen, haben wir das Uploaden im Usenet mit ngPost einmal komplett durchgespielt. Wenn noch Fragen offen sind oder Anmerkungen, ich meine, hier kann man ja viel einstellen und das eine oder andere vielleicht auch falsch machen, dann gerne in die Kommentare und ich werde dann deinen Kommentar auch pinnen, falls da was Sinnvolles drinsteht. Kann natürlich immer nur einen pinnen, also können natürlich mehrere Kommentare sein, wo was Sinnvolles drinsteht. Auf jeden Fall mal in die Kommentare schauen und wenn du mehr weißt als ich oder ich irgendeinen Fehler gemacht habe, dann gerne damit in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo von dem Kanal und einen Daumen nach oben.